HTTP ist ein essentielles Fundament für REST-APIs und für HTTP-konforme URIs gibt es gewisse Standards und die kommen jetzt. Als erstes ist es verpönt, dass man in HTTP-URIs, die als REST-APIs verwendet werden, eine Trailing Slash benutzt. Stattdessen hört man immer mit der Ressource auf, die man gerade als Endpoint exposen möchte. Das zweite, was man in REST-URIs nicht tut, ist eine Art formatspezifische Endung anzuhängen, so wie .json in diesem Fall. Das macht man anders. Man lässt das weg und kodiert das Format, in dem man die Antwort zurückgibt, in den Response-Header rein. Dann gibt es verschiedene Optionen, wie ich überhaupt eine URI schreiben kann, verschiedene Schreibweisen. Nehmen wir mal an, wir haben ein komplex benanntes Entity namens Mutual Obligation Agreement. Wie bilde ich das denn jetzt in einen REST-Endpoint ab? Was man nicht tut, ist Underscores zu verwenden. Die sind verpönt in URIs. Es gibt im Prinzip zwei verbreitete Möglichkeiten, die man benutzen kann. Das eine ist Lower Camelcase, das heißt, ich schreibe so ähnlich, wie ich die Klasse schreibe, nur lasse ich den ersten Buchstaben auch klein geschrieben. Also das Mutual fängt mit dem kleinen Buchstaben an, aber die inneren Übergänge sind nach wie vor groß geschrieben, wie auch beim Klassennamen. Die zweite Möglichkeit, die vielleicht sogar ein bisschen verbreiteter ist, ist das Kebab Case oder Spinal Case. Da trenne ich die Teilworte durch einen Bindestrich. Wir haben uns bei den Beispielen, die wir hier im Praktikum und in den Übungen verwenden, einmal irgendwann auf Lower Camel Case festgelegt. Das war, glaube ich, sogar eher eine Zufallsentscheidung und sind einfach seitdem dabei geblieben. Wie Sie es am Ende machen, ist wirklich relativ egal. Machen Sie es einfach nur konsistent. Kommen wir zum Wesentlichen bei der Gestaltung Ihrer REST-APIs, nämlich was ist denn eigentlich mein Endpunkt? Ihr Endpoint, den Sie nach außen exposen, ist das Aggregate. Diese Daumenregel stimmt eigentlich so gut wie immer. Und das ist ein guter Grund, sich darüber Gedanken zu machen, was sind denn eigentlich die Aggregates in meinem Domain Model? Das macht ja auch Sinn, denn Aggregates ist ein Konzept, was sozusagen lokale Kohäsion beschreibt. Also welche Entities hängen miteinander ein bisschen enger zusammen als andere. Und diese enger zusammenhängenden Entities und Value Objects, die möchte ich ja auch zusammen nach außen exposen. Ich möchte ja nicht jeden Krams einzeln abfragen, sondern ich hätte dann schon gerne etwas größere Häppchen, die sinnvoll sozusagen vorgeschnitten sind, wie in einem chinesischen Takeaway, wo man ja auch schön mundgerechte Häppchen kriegt. Schauen wir uns das doch in einem praktischen Beispiel an. Ich habe hier nochmal mein Domain Model aus dem Campus Management System herausgeholt. Wir haben ein paar Aggregates hier. Das ist zum einen der Student mit dem Resümee und der Address. Dann habe ich ein zweites Aggregate, was sich um die Study Group rankt. Die Study Group, die Planned Meetings haben kann, wo man sich dann trifft, um bestimmte Themen zu besprechen. Dann habe ich noch drei Entities übrig. Die bilden jede für sich ein eigenes Aggregate. Wir haben das Study Programm, den Kurs und den Professor. Wenn Sie nochmal an die Regeln für das Schneiden von Aggregates denken, dann ist es so, dass alle die drei letztgenannten jeweils auch einzeln in Kontexten vorkommen und deswegen für sich alleine als Aggregates stehen. Wir nehmen dieses Domain Model mit den eingezeichneten Aggregates mal als Basis für die nachfolgenden Beispiele. Zunächst mal muss ich noch eine Definition klären. Es gibt im Prinzip bei den Bestandteilen einer REST-URI drei verschiedene Elementtypen. Das eine ist die Collection. Die Collection erkennt man daran, dass sie ein Plural-S hat und üblicherweise bezeichnet die Collection ein Entity. Dann habe ich als zweiten möglichen Bestandteil die ID, sowas wie Student-ID. Und dann habe ich als letzte Möglichkeit noch das sogenannte Element. Das ist sowas Ähnliches wie eine Collection, nur ist es im Einzahl. Das heißt also, immer wenn ich eine zu 1 Beziehung habe, dann kann ich die entsprechende Ressource auch im Einzahl dahinschreiben und dann ist es ein Element. Wenn man sich das also in der Summe anschaut, dann kann man so sagen, dass wenn man von links nach rechts liest, dass die
einzelnen Elemente von so einer URI sozusagen immer einschränkend wirken. Am Anfang hat man Students, also die Menge aller Studierenden, dann gibt man eine ID da rein. Diese ID schränkt die Menge der Students ein, wählt einen Student aus und Address wählt dann von diesem Student wieder ein bestimmtes Element aus. So kann man eine URI am Ende von links nach rechts lesen. Und auch dafür gibt es Regeln, und zwar die folgende, dass man HTTP-Verben immer auf das letzte, also auf das rechteste Element des URI-Pfades anwendet und dass dieses HTTP-Verb dann immer bezüglich des jeweiligen Parent wirkt. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn man etwas komplexere URIs bekommt, die jetzt nicht nur aus so etwas wie slash students slash ID bestehen, sondern mehrere Bestandteile haben. Wir schauen uns dafür jetzt mal ein paar Beispiele an. Nehmen wir mal sowas wie get study programs. Da wirkt das Verb get auf das study programs und diese collection study programs bezieht sich auf das parent Element, also auf das slash. Also ich will ganz einfach alle Studiengänge zurückhaben. Wenn ich get study programs slash SID haben möchte, dann bezieht sich das get auf die SID und diese wirkt auf die Menge, auf die Grundgesamtheit aller study programs. Das heißt, ich wähle aus den study programs dasjenige aus, was die entsprechende ID SID hat. Und wenn ich sowas hier habe, get study programs SID courses, dann bezieht sich das Get auf die Courses, also ich kriege eine Liste von Kursen zurück. Und diese Kurse beziehen sich auf das Parent-Element und das ist slash study programs slash SID. Das heißt, ich kriege alle Kurse zurück, die zu diesem bestimmten Studiengang, der durch study programs slash SID gegeben ist, gehören. Spinnen wir das Ganze mal weiter für andere Verben. Wenn ich so etwas wie delete slash study programs aufrufe, dann lösche ich alle Study Programs. Das dürfte eine Operation sein, die Sie üblicherweise vielleicht eher verbieten in Ihrem REST API, weil das ja schon sehr destruktiv ist. Wenn Sie so etwas machen wie delete Study Programs slash SID, dann löschen Sie einen bestimmten Studiengang. Auch das würden Sie vielleicht sperren wollen. Und wenn Sie delete slash Study Programs slash SID slash Courses schreiben, dann löschen Sie die Zuordnung aller Kurse zu einem bestimmten Studiengang. Das Verb delete bezieht sich auf die Courses, auf das rechteste Element der URI. Und das wiederum wirkt auf den entsprechenden Parent, also auf slash study programs slash SID. Also alle Kurse, die zu diesem study program gehören, werden gelöscht. Und natürlich löschen wir jetzt nicht die Kurse selber, sondern wir löschen die Zuordnung der Kurse. Wenn ich post slash study programs aufrufe, dann erwarte ich das im request body eine entsprechende Datenstruktur enthalten ist, aus der dann die Serverseite rekonstruieren kann, was für einen Studiengang ich hier anlegen möchte. Ich könnte auch zum Beispiel so etwas schreiben wie put slash study programs slash SID slash courses slash CID. Dann ordne ich einen Kurs einem Studiengang zu. Ich nehme das Verb put, das bezieht sich auf den entsprechenden Kurs, der ganz rechts dargestellt ist, also Courses slash CID. Und ich setze ihn ein in die Liste aller Kurse, die zu diesem Study Program gehören. Ich füge also diesen Kurs hinzu. Wenn dieser Kurs nicht existiert, also wenn diese ID zu dem Kurs nicht da ist, dann muss ein Fehler geworfen werden. Welcher Fehler das ist, kleiner Teaser für das nächste Video, das werden wir uns anschauen, wenn wir uns mit HTTP Return Codes beschäftigen. Ich könnte auch sowas aufrufen wie Patch Study Programs SID. Nochmal zur Wiederholung, der Unterschied zwischen Put und Patch ist, Put ersetzt das komplette Objekt, während Patch, wie der Name sagt, einzelne Teile des entsprechenden Objektes ersetzt. Wenn ich also zum Beispiel den Namen des Study Programs ändern möchte, dann würde ich das mit einem Patch machen und dann im Body einfach nur das Attribut Name übergeben. Dann kann ich, wenn ich bestimmte Queries ausführen möchte, auch den Query String nutzen. Ich würde das mit dieser Schreibweise mit dem Fragezeichen machen. Also nach der eigentlichen URI steht ein Fragezeichen und dann habe ich eine Liste von Key-Value-Pairs, die mit dem kaufmännischen UND getrennt sind. Das würde ich machen, wenn ich zum Beispiel eine parametrisierte Suche haben möchte. Sehen wir gleich ein Beispiel für.
Aber ich kann es auch machen für Paging, Filtering oder Sorting. Also wenn ich das nicht auf dem Client machen möchte, sondern das auf dem Server implementieren möchte, was immer dann sinnvoll ist, wenn ich eine sehr große Datenmenge habe, dann möchte ich ganz bestimmt nicht 1 Million Datensätze in den Client laden und dort anfangen zu pagen, sondern das würde ich dann über den Server machen. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel die Abfrage: Gib mir doch mal alle Studierenden, die eine Matrikelnummer haben, die mit 1, 2 oder 3 beginnt. Das wäre dann entsprechend die Abfrage, die mir all diese Studierenden zurückliefert. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn Sie das auf der Serverseite auch implementieren. Also Sie müssen explizit eine Methode dafür anbieten, die guckt, ob die genannten Parameter in dem Request drin sind und diese Parameter dann in die Suche einbaut und das Ergebnis entsprechend zurückliefert. Schauen wir uns als letzten Fall noch an, wie ich mit Aggregates umgehe, insbesondere mit Entities, die eingeschachtelt sind, also mit inneren Entities. Das ist immer ein etwas schwieriges und heikles Thema. Nehmen wir mal die Study Group und das Planned Meeting als Beispiel und nehmen wir hier an, das Planned Meeting würden wir als Entity modellieren. Wir haben in früheren Videos schon gesehen, dass Planned Meeting durchaus sowohl ein Value Object wie auch ein Entity sein könnte, je nachdem, wie man es so auslegt. Also hier in diesem Beispiel gehen wir mal davon aus, es wäre ein Entity. So etwas wäre verboten. Also ich darf nicht anbieten, dass ich die Planned Meetings direkt abfrage, denn Planned Meeting ist kein Aggregate Root. Das heißt, ich darf nicht auf ein inneres Entity eines Aggregates direkt zugreifen. Ich muss und sollte immer über das Aggregate Root gehen. Diese Regel wäre hier verletzt. Also das würde ich nicht machen. Ich muss schon über die Study Groups gehen. Die sind das Aggregate Root. Also ich müsste sowas machen wie put Study Groups slash SID slash Planned Meetings slash PID. Ja, aber das ist auch nicht ganz korrekt, jedenfalls im Sinne der strikten DDD-Regeln, weil diese PID, so wie ich sie hier auffassen würde, eine globale ID ist. Was ich machen kann, ist put slash study groups slash SID slash planned meetings slash local ID. Das heißt, ich könnte mit lokalen IDs arbeiten. Diese IDs sind dann nur innerhalb des Aggregates gültig. Beispiel könnte sein, wenn die Planned Meetings immer ein bestimmtes Thema haben, was sich in einem Satz oder einem kurzen Wort beschreiben lässt. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, put study groups slash 1, 2, 3, 4, 5, 6 slash planned meetings slash SD2. Dann lege ich damit ein neues Planned Meeting mit dem Topic SD2 an. Oder wenn es das Topic schon gibt, überschreibe ich es mit dem, was ich in dem Request Body drin habe. Das ist aber tatsächlich, sagen wir mal, ein in der Praxis nicht ganz einfach umzusetzendes Konstrukt und auch eine der Ecken, wo DDD und die Wirklichkeit, zumindest wenn man Spring verwendet, mal ein bisschen auseinanderlaufen. Also ich werde in dem Beispiel, was ich vorbereite, auch mal so einen ähnlichen Fall aufnehmen. Aber das passt manchmal nicht. Hier in dem Fall finde ich es auch tatsächlich grenzwertig. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich das Topic eines Meetings als ID verwenden würde nach außen, denn das ist vielleicht doch ein, sagen wir mal, ein Attribut, was sich auch gelegentlich mal ändert. Vielleicht mache ich zu dem Thema innere Entities von Aggregates nochmal ein eigenes Video, weil es ist tatsächlich sehr, sehr komplex. Damit haben Sie einen Überflug zu den Standards, die man ansetzt, wenn man mit REST-APIs und dem unterliegenden HTTP-Protokoll arbeitet. Sie haben einige Regeln kennengelernt, wie Sie URIs für REST-APIs zusammensetzen.